Wir kombinieren im Cobot Studio viele ganz neue Aspekte. Auf der einen Seite aus der psychologischen Perspektive geht es darum, wie wir Industrieroboter, mit denen immer mehr Menschen in Zukunft auch zusammenarbeiten, nahe zusammenarbeiten, verständlicher machen können und wie sich das beispielsweise auf Vertrauensbildung auswirkt. Wir machen das aber nicht klassischerweise in einem Labor oder im Feld, sondern wir haben gesagt, wir wollen VR oder dann auch Mixed Reality Simulationsumgebung dafür schaffen, wo man mit Robotern zusammenkommen kann und gemeinsam Tasks erfüllen muss. Es ist auch nicht nur VR oder MR, sondern es ist gleichzeitig auch ein Game, also eine spielerische Umgebung, die sich für unsere Teilnehmenden nicht wie eine wissenschaftliche Studie anfühlen soll, sondern auch Freude machen soll, quasi daran teilzunehmen und auch immersiv sein soll. Außerdem bringen wir auch noch physische Industrieroboter als reale Digital Twins in diese Umgebungen rein. Cobot Studio ist ja ein großes Projekt, wo insgesamt 7 Organisationen in ganz Österreich beteiligt sind. Unter anderem eben auch das Ars Electronica Future Lab in Zusammenarbeit mit Polycular und Lumioa Neum Research als technische Partner, die für die Virtual Reality Studien, was die erste und die zweite Studie war, die technische Basis geschaffen hat. Das Future Lab ist da vor allem für die Datenerfassung und Datenspeicherung und wieder Datenausgabe zuständig. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Herausforderungen, die für die einzelnen Partner, das ist ja ein sehr transdisziplinäres Team, unterschiedlich sind. Was für uns die große Herausforderung ist, ist, wie man virtuelle und reale Welten zusammenbringt, sodass man tatsächlich dann quasi mit einem realen Roboter in einer virtuellen Welt gemeinsam agieren kann. Und das impliziert viele einerseits technologische Fragen, aber auch Fragen quasi, wie da überhaupt das Interaktionsdesign ausschauen kann und auch, wie man solche Welten dann überhaupt gestaltet. Das Tolle am Future Lab ist, dass sie wirklich Hands-on-Entwicklung haben. Also, dass man nicht nur sozusagen in dem Theoretischen und dann sozusagen Demonstrator hat, sondern wirklich Applikationen baut, die halt dann für den Deep Space möglich sind und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, den Deep Space auch zu nutzen für unser Projekt. Dieses Zusammenbringen von Deep Space mit der Möglichkeit, dass man einen echten Roboter mit Projektionen hat, gibt uns halt einfach viel mehr Möglichkeiten und Kombinationen. Wir sind ein interdisziplinäres Forschungsunternehmen und wir haben einen großen Forschungsbereich bei Medizin, Medizintechnik, Software und eben zum Beispiel in Klagenfurt das Robotikinstitut. Und ja, ein großer Schwerpunkt bei uns ist auch die Kollaboration. Und das heißt, man möchte Menschen und Roboter zusammenarbeiten lassen, dass man nicht mehr Sicherheitszäune braucht, damit den Menschen nichts passiert, sondern dass man wirklich neue Aufgabenfelder erschließen kann, wo es einen Sinn macht, dass man Mensch und Roboter an einer Aufgabe gemeinsam arbeiten lassen kann. Wir entwickeln eine VR-Umgebung, in der man die Experimente durchführen kann. Hintergrund ist, dass Polycular ein EdTech-Unternehmen ist. Wir entwickeln hauptsächlich Trainingssoftware und Simulationen. Ich glaube, die wesentliche Botschaft sollte sein, dass man sich vor die Roboter nicht fürchten braucht, sondern dass man die immer als Partner wahrnehmen sollte, die einem einfach die Arbeit leichter machen. Ja, ich glaube, es wird sich sicher ein Wandel in der Arbeitswelt abspielen, wo Roboter im Spiel sein werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Österreich da in der Lage ist, sich zu behaupten, weil es international einfach nicht aufzuhalten ist. Und ich glaube, wir können da helfen, einen Vorteil zu schaffen oder zu halten, dass die Alternative nicht einfach automatisch Abwanderung von Standorten sein muss oder Vollautomatisierung, sondern dass man eben mit der Kollaboration so einen Mittelweg finden kann, dass man Arbeitskräfte im Land halten kann, eben mit Teilautomatisierung von Betrieben.